Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es haben auch Schülerinnen und Schüler Platz genommen auf den Tribünen. Und das, denke ich, macht uns allen immer große Freude, wenn Sie uns aus den Wahlkreisen besuchen und wir auch Gelegenheit haben, es irgendwie reinpasst, dass wir miteinander sprechen können. Und wenn das in den letzten beiden Wahlperioden der Fall war und man kommt in diesen Raum rein und dann stellt man sich vor und dann kommt die erste Frage von einer Schülerin oder einem Schüler und dann hieß es ganz häufig: Kennen Sie die Angela Merkel? Und ich habe immer gedacht, kommen die mir immer mit dieser Angela Merkel? Und dann habe ich denen verraten, wisst ihr, eigentlich kann ich die gar nicht so gut leiden. Und habe gesagt, ja, ich habe aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht. Ich habe gesagt, wisst ihr, die gehört halt auch nicht meiner Partei an. Und ich finde, sie verwaltet zu viel und sie gibt dem Land keine Orientierung. Und sie hat sich was ausgedacht, dass sie über alles eine Soße drüber macht. Und wenn wir als SPD was von einer Solidarrente gesagt haben, dann hat sie plötzlich Lebensleistungsrente gesagt. Und wenn wir gesagt haben, wir brauchen einen Mindestlohn, dann hat sie gesagt, eine Lohnuntergrenze. Und gemeint hat sie damit was ganz anderes und gemacht hat sie nichts. Und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber gesagt, aber die Frau ist viermal gewählt. Die Frau steht jeden Tag auf, dient unserem Land. Und sie hat als allererstes Respekt verdient für das, was sie geleistet hat. Und das ist eben der Unterschied, denn das, was Sie hier mit dieser Debatte angezettelt haben, ist, meine Damen, wenn man das so sagen will, und Herren der AfD, respektlos. Und so sind wir es auch von Ihnen gewohnt. Ich war mit einem Kollegen von Ihnen jetzt auf Dienstreise, der war eben dabei, der hat sich dann immer als Mitglied der AfD vorgestellt, einer konservativen Partei. Oder wenn man hört, dass sie, was sie in ihre eigenen Kameras dann immer rein sagen, dann stehen sie dann häufig da und sagen, ja, wir sind die neue bürgerliche Partei. Ich will Ihnen sagen, wenn Sie konservativ und bürgerlich sein wollen, dann gehört dazu Anstand und auch Stil. Und beides lassen Sie hier komplett vermissen. Jetzt kann man an Angela Merkel natürlich kritisieren. Und wer es uns ja vorgemacht hat, sind die Kolleginnen und Kollegen der CDU und der CSU in den letzten Tagen. Also das ist selbstverständlich erlaubt, auch angesichts einer solchen Verleihung. Und Sie brauchen ja schon fast die AfD, damit Sie heute geschlossen Angela Merkel bejubeln können, wie Sie das heute gemacht haben im Parlament. Also es ist kaum zu verdecken, dass Sie nach dem Erbe Angela Merkels auf der Suche nach einem konservativen Profil sind. Gut, ein bisschen gegen Ausländer, ein bisschen für Atom. Ich wünsche Ihnen da weiter gute Verrichtungen auf der Sinnsuche, meine Kollegen von der CDU. Aber Kritik ist erlaubt. Und ich will die Debatte auch dazu nutzen, zu sagen, dass wir in diesem Land manchmal auch unbarmherzige Diskussionen schon haben, wenn es darum geht, nach wem ist eine Straße benannt, für wen ist ein Denkmal auf einem unserer Plätze errichtet. Wenn wir das machen wollen, dass das nur Menschen sind, die nie einen Fehler gemacht haben oder deren Lebensbilanz ohne jeden Zweifel ist, dann wäre es auf unseren Plätzen leer und dann könnten wir unsere Straßen auch nur nach irgendwelchen Trockenpflanzen benennen. Und deswegen sollten wir hier achten darauf, dass wir natürlich kritisieren können, aber auch barmherzig umgehen, um eine Referenz an Angela Merkel zu machen. Man darf auch nach Bayreuth gehen und einen Wagner genießen, ohne gleichzeitig jeden Unsinn, den dieser Mann verzapft hat, gutfinden zu müssen. Und abschließend, das ist auch wahr, man muss da nicht hingehen, jedem selbst zu überlassen. Wir sind ein freies Land. Abschließend, jede Verleihung eines Ordens in diesem Land ist nicht nur eine Auszeichnung für die Person, die ihn verliehen bekommt, sondern sie ist auch eine Erinnerung daran, dass niemand irgendetwas leisten kann, ohne dass sehr viele Menschen im Stillen, im Hintergrund, im familiären Umfeld mithelfen. Teilweise morgens aufstehen, ohne ganz genau zu wissen, was heute wieder ihr Beitrag zum großen Ganzen sein kann. Und so ist es selbstverständlich bei einer Bundeskanzlerin auch. Und wenn sie für 16 Jahre hier das Großkreuz des Verdienstordens bekommt, dann ist es auch eine Auszeichnung an die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, dass wir zusammen geschafft haben und versucht haben, unser Land voranzubringen. Und allen dafür herzlichen Dank. Abschließend noch
Zwei gute Nachrichten. Einmal, auch die AfD hat jetzt so hohe Maßstäbe an dieses Verdienstkreuz hier formuliert, dass klar ist, von Ihnen wird nie jemand diesen Orden bekommen. Und zweitens, da noch mal an die Kollegin Jurisch, auch die unnötigste Aktuelle Stunde nimmt einmal ein Ende, und zwar jetzt. Ich wünsche Ihnen weiter erfolgreichen Tag. Die Aktuelle Stunde ist